Hey, Dude! Free-to-play ist in meinen Augen etwas sehr, sehr Cooles. Auch wenn es mit diesen furchtbaren Microtransactions einhergeht. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Und solange man sich über diese Microtransactions das Spiel nicht komplett zerkaufen kann und jemand, der viel Geld investiert, aus Prinzip schon mal besser ist als jemand, der einfach nur lang gespielt hat, habe ich damit auch kein Problem. In dem Moment, wo das Ding allerdings Pay to Win wird, hat's mich persönlich verloren. Du redest aber jetzt nicht ernsthaft über Microtransactions, oder? Nein. Das heißt, doch, im Falle von Angry Birds Go von Rovio, den Machern von Angry Birds, ist es so, dass Microtransactions eine ganz neue Dimension annehmen. Wir reden hier von einer ganz neuen Dimension. In Angry Birds Go kann man sich für $100 ein digitales Auto kaufen. Ja, kein Scheiß. Für $100 kann man sich da eine Karre kaufen, die man sonst natürlich nicht bekommen könnte, und mit der kannst du dann alle versägen. 100 fucking Dollar. Für ein mobiles Spiel übrigens. Ja, genau, du musst es ja nicht kaufen. Werde ich ja auch nicht, auf gar keinen Fall. Aber wie bei allem, was unser Hobby betrifft, ist auch das wieder eine Sache, die wir einfach nicht unterstützen dürfen. Mal angenommen, nur mal ganz theoretisch, ein paar Vögel kaufen das. Dann feiert Rovio das als Erfolg. Und das wäre furchtbar. Denn am Ende finden wir dann solche Geschäftspraktiken in Spielen, die wir wirklich spielen wollen. Dead Space 3 war ja ein gutes Beispiel vielleicht, nein? Stellt euch das mal in Mario Kart vor. Wie krass wäre denn das? Also unabhängig davon, ob Rovio jetzt am 11. Dezember nun wirklich ein Spiel rausbringt, in dem man sich für $100 ein Auto kaufen kann oder nicht, hoffe ich, dass ihr versteht, warum ich mit euch drüber quatschen will. Lasst mir eure Meinung da. Könnt ihr das in irgendeiner Art und Weise verstehen oder seht ihr es wie ich und sagt, alleine, dass die Möglichkeit für diese Microtransaction in der soft gelaunchten Version dieses Spiels drin ist, ist schon eine grandiose Frechheit. Lasst mir einen Kommentar da und wir diskutieren drüber.